Wir sind gerade auf einem guten Weg, wir sind auf einem guten Weg, keine Frage, aber wir sind noch lange nicht gewonnen. Oh, Gwen im Gegnerteam, ja, Gwen ist leider turbo-broken. Und wir haben fucking Lucian AD Carry. Kompletter Müllchamp. Aber der ist Midlaner und kann nichts anderes. Also, komm, anstrengen. 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 Anstrengen, okay? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So, meine Freunde. Jetzt wieder full Concentration, full Tryhard. Wird ein bisschen tricky, das Game, aber wird schon. Tja, Mensch. Damit ist Toplane leider lost. Autotech, ja, endlich ist ein Laner zu meiner Lane, zu meinem Jungle gemoved. Ich glaub's ja nicht. Ich bin so erhärtet. Ich muss diesen Lead jetzt snowballen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich werde Level 6 hier bekommen. Damit kann ich Gwen Mitte killen. Ich hätte die Wave nicht, weil... Ne? Push zu Akali. Ach, krieg doch einfach Vision auf den Gegner. Ich ping doch, ich spam pinge doch. Die ganze Zeit. Und du musst einfach nur dahin laufen. Der bringt Toplane ahead, die Kindred. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir... Das ist halt sehr schlecht jetzt die Ult gewesen. Alter, hat die verkackt, Mann. Oh mein Gott, dieses Game. Okay, wir haben eine sehr, sehr fette Akali. Ich bin auch super fett. Wir haben noch ein bisschen Zeit für den Herald auf jeden Fall. Können wir Bot platzieren oder Mitte? Eins von beiden. Holy moly. Nice one. Oh, sehr gutes Play hier. Egal, wo sich hier gerade ein Gegner zeigt, wir können ihn plätten. Ich war noch nicht resetten. Oh. Ich bin sehr, sehr stark. Ich bin sehr, sehr, sehr stark. Serpent's Fang wird hier gegen Seraphine auf jeden Fall ein Ding. Überleg gerade, das jetzt schon zu kaufen, aber braucht man nicht. Die werden hier wahrscheinlich Vision haben, oder? Wir sehen gar keinen, das ist so risky hier. Puh. Thank you.
Der ist aber wieder full life. War kein guter Fight eigentlich, würde ich sagen, oder? Hat der da einfach Q-Gore-Drinker oder sowas? Ja, einfach Full HP. God bless. Anti-Heal brauchen wir auf jeden Fall. Und dann Anti-Heal Serpent's Fang, maybe? Wobei wir auch schon Anti-Heal viel kriegen hier, ne? Okay, let's go. Wir haben Ult ab. Wir müssen das Game hier jetzt noch finishen, ne? Das Game so... Wir sind gerade auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, keine Frage, aber... Ist noch lange nicht gewonnen. Also von daher jetzt erstmal Deckel drauf machen. Okay, wirklich sehr stark, die Akali. Ja, wir können halt keine Enemy-Camps nehmen, ne? Deswegen nehmen wir gerade unsere, die ab sind. Die Camps kann man immer gleichzeitig machen als Nocturne. Jetzt haben wir 50 Sekunden auf Drake. War halt nicht nötig von Set, dass er das Risiko eingeht, da zu sterben, ne? Aber gut. Ja, moin. Wenn Gwen jetzt noch weiter Bot macht. Ich warte auf mein Team einfach. Ich push Mitte. Kindred ist Firster, deswegen werden wir da jetzt mal kurz kein Risiko eingehen. Vor allen Dingen, weil ich auch Shutdown-wert bin, ne? Ziemlich viel sogar. Schönes Ding. Oh, ich hätte einfach rumlaufen sollen, nicht Trollkopf. Wichtig ist, dass Akali nicht stirbt. Wichtig ist, dass ich nicht sterbe. Okay. Ja, wir spielen jetzt für Nash. Kaputt geprügelt. Ich war quite confident, dass ich die one-shotte, actually. Damn. Oder ihn one-shotte. Okay. Gut. Müssen die wissen. Ja, wer hat den besseren Supporter hier? Ja, ich habe die Soraka an meiner Seite, die mich um 5 Millionen Leben heilt. Das sieht gut aus. Ich kann gleich dazu ulten. So, jetzt haben wir das Game auch sicher gewonnen. Hätten wir da gerade noch gefightet ohne die Drake Soul, dann hätten wir es immer noch verlieren können. Ich habe es hier wirklich crispy clean, ohne den Gegnern irgendeine Chance zurückzukommen, beendet. Und genau so müssen wir es machen. 14-0-10, ey. Heiliger Bimbam. I like. Good God. Good God. Alter, der gute Gott. Legende. It's always